Diese Auffassung der Seligkeit ist keineswegs ein aus den ersten Stadien der Krankheit stammendes, später als unvergänglich eliminiertes Stück des schreberschen Wahns. Noch in der Berufungsbegründung hebt der Kranke als eine seiner großen Einsichten hervor, dass die Wollust nun einmal in einer für andere Menschen bisher nicht erkennbar gewordenen nahen Beziehung zu der Seligkeit der abgeschiedenen Geister steht. Ja, wir werden hören, dass diese nahe Beziehung der Fels ist, auf welchen der Kranke die Hoffnung einer endlichen Versöhnung mit Gott und eines Aufhörens seiner Leiden gebaut hat. Die Strahlen Gottes verlieren ihre feindselige Gesinnung, sobald sie versichert sind, mit Seelenwollust in seinem Körper aufzugehen. Gott selbst verlangt danach, die Wollust bei ihm zu finden und droht mit dem Rückzuge seiner Strahlen, wenn er in der Pflege der Wollust nachlässt und Gott das Verlangte nicht bieten kann. Diese überraschende Sexualisierung der himmlischen Seligkeit macht uns den Eindruck, als ob Schrebers Seligkeitsbegriff durch die Verdichtung der zwei Hauptbedeutungen des deutschen Wortes verstorben und sinnlich glücklich entstanden wäre. Wir werden in ihr aber auch den Anlass finden, das Verhältnis unseres Patienten zur Erotik überhaupt zu den Fragen des sexuellen Genießens der Prüfung zu unterziehen, denen wir Psychoanalytiker huldigen bis jetzt der Meinung, dass die Wurzeln jeder nervösen und psychischen Erkrankung vorzugsweise im Sexualleben zu finden seien, und zwar die einen von uns nur aus Gründen der Erfahrung, die anderen überdies noch infolge theoretischer Erwägungen. Nach den bisher gegebenen Proben des schreberschen Wahns ist die Befürchtung, gerade diese paranoide Erkrankung könnte sich als der so lang gesuchte negative Fall herausstellen, in dem die Sexualität eine allzu geringe Rolle spiele, ohne weiteres abzuweisen. Schreber selbst äußerte sich ungezählte Male in solcher Art, als ob er ein Anhänger unseres Vorurteils wäre. Er nennt Nervosität und erotische Verfehlung stets in einem Atem, als ob die beiden nicht voneinander zu trennen wären. Vor seiner Erkrankung war der Senatspräsident Schreber ein sittenstrenger Mann gewesen. Es wird wenige Menschen geben, behauptet er, und ich sehe keine Berechtigung, ihm dies zu misstrauen, die in so strengen, sittlichen Grundsätzen aufgewachsen sind wie ich und die sich ihr ganzes Leben hindurch, namentlich auch in geschlechtlicher Beziehung, eine diesen Grundsätzen entsprechende Zurückhaltung in dem Maße auferlegt haben, wie ich es von mir behaupten darf. Nach dem schweren Seelenkampfe, der sich nach außen durch die Erscheinung der Krankheit kundgab, hat sich das Verhältnis zur Erotik verändert. Er war zur Einsicht gekommen, dass die Pflege der Wollust eine Pflicht für ihn sei, deren Erfüllung allein den schweren in ihm, wie er meinte, um ihn ausgebrochenen Konflikt beenden könnte. Die Wollust war, wie ihm die Stimmen versicherten, gottesfürchtig geworden, und er bedauerte nur, dass er nicht imstande sei, sich den ganzen Tag über der Pflege der Wollust zu widmen. Das also war das Fazit der Krankheitsveränderung bei Schreber nach den beiden Hauptrichtungen seines Wahns. Er war vorher ein zur sexuellen Askese geneigter und ein Zweifler an Gott gewesen. Er war nach Ablauf der Krankheit ein Gottesgläubiger und der Wollust beflissener. Aber wie sein wiedergewonnener Gottesglaube von absonderlicher Art war, so zeigte auch das Stück Sexualgenießen, das er sich erobert hatte, einen ganz ungewöhnlichen Charakter. Es war nicht mehr männliche Sexualfreiheit, sondern weibliches Sexualgefühl. Er stellte sich feminin gegenüber Gott ein, fühlte sich als Gottes Weib. Kein anderes Stück seines Wahns wird von dem Kranken so ausführlich, man könnte sagen so aufdringlich behandelt, wie die von ihm behauptete Verwandlung in ein Weib. Die von ihm aufgesogenen Nerven haben in seinem Körper den Charakter weiblicher Wollustnerven angenommen und demselben auch sonst ein mehr oder weniger weibliches Gepräge, insbesondere seiner Haut, die dem weiblichen Geschlecht eigentümliche Weichheit verliehen. Er fühlt diese Nerven, wenn er einen leisen Druck mit der Hand an einer beliebigen Körperstelle ausübt, als Gebilde von Faden und strangartiger Beschaffenheit unter der Hautoberfläche. Dieselben sind namentlich an der Brust, da wo beim Weibe der Busen ist, vorhanden.
Durch einen auf diese Gebilde auszuübenden Druck vermag ich mir, namentlich, wenn ich an etwas Weibliches denke, eine der weiblichen entsprechenden Wollustempfindung zu verschaffen. Er weiß sicher, dass diese Gebilde nach ihrer Herkunft weiter nichts sind als ehemalige Gottesnerven, die doch durch ihren Übergang in seinen Körper ihre Eigenschaft als Nerven kaum eingebüßt haben können. Er ist imstande, sich und den Strahlen durch Zeichnen, in Klammern visuelles Vorstellen, den Eindruck zu verschaffen, dass sein Körper mit weiblichen Brüsten und weiblichen Geschlechtsteil ausgestattet sei. Das Zeichnen eines weiblichen Hintern an meinem Körper ist mir so zur Gewohnheit geworden, dass ich dies beim Bücken jedes Mal fast unwillkürlich tue. Er will kühn behaupten, dass jeder, der mich mit entblößten oberen Teilen des Rumpfes vor dem Spiegel sehen würde, zumal wenn die Illusion durch etwas weiblichen Aufputz unterstützt wird, den unzweifelhaften Eindruck eines weiblichen Oberkörpers empfangen würde. Er fordert die ärztliche Untersuchung heraus, um feststellen zu lassen, dass sein ganzer Körper vom Scheitel bis zur Sohle mit Wollustnerven durchsetzt ist, was nach seiner Meinung nur beim weiblichen Körper der Fall ist, während beim Manne, soviel ihm bekannt ist, Wollustnerven nur am Geschlechtsteile und in unmittelbarer Nähe dieselben sich befinden. Die Seelenwollust, die sich durch diese Anhäufung der Nerven in seinem Körper entwickelt hat, ist so stark, dass es namentlich beim Liegen im Bette nur eines geringen Aufwandes von Einbildungskraft bedarf, um sich eines sinnlichen Behagens zu verschaffen, das eine ziemlich deutliche Vorahnung von dem weiblichen Geschlechtsgenusse beim Beischlaf gewährt. Erinnern wir uns des Traumes, welcher in der Inkubationszeit der Erkrankung noch vor der Übersiedlung nach Dresden vorfiel, so wird es über jeden Zweifel evident, dass der Wahn der Verwandlung in ein Weib nichts anderes ist als die Realisierung jenes Trauminhalts. Gegen diesen Traum hatte er sich damals in männlicher Empörung gesträubt und ebenso wehrt er sich anfänglich gegen dessen Erfüllung während der Krankheit, sah die Wandlung zum Weibe als eine Schmach an, die in feindseliger Absicht über ihn gehängt werden sollte. Aber es kam ein Zeitpunkt, in dem er sich mit dieser Wandlung zu versöhnen begann und sie mit höherer Absichten Gottes in Verbindung brachte. Ich habe seitdem die Pflege der Weiblichkeit mit vollem Bewusstsein auf meine Fahne geschrieben. Er kam dann zur sicheren Überzeugung, dass Gott selbst zu seiner eigenen Befriedigung die Weiblichkeit von ihm verlange. Sobald ich aber, wenn ich mich so ausdrücken darf, mit Gott allein bin, ist es eine Notwendigkeit für mich, mit allen erdenklichen Mitteln sowie mit den vollen Aufgeboten meiner Verstandeskräfte, insbesondere meiner Einbildungskraft, dahin zu wirken, dass die göttlichen Strahlen von mir möglichst fortwährend oder, da dies der Mensch nicht einfach kann, wenigstens zu gewissen Tageszeiten den Eindruck eines in wollüstigen Empfindungen schwelgenden Weibes empfangen. Auf der anderen Seite verlangt Gott ein den weltordnungsmäßigen Daseinsbedingungen der Seelen entsprechenden beständiges Genießen. Es ist meine Aufgabe, ihm dasselbe in der Form ausgiebigster Entwicklung der Seelenwollust zu verschaffen, soweit dabei für mich etwas vom sinnlichen Genusse abfällt, bin ich berechtigt, denselben als eine kleine Entschädigung für das Übermaß der Leiden und Entbehrungen, das mir seit Jahren auferlegt ist, mitzunehmen. Ich glaube sogar, nach den gewonnenen Eindrücken die Ansicht aussprechen zu dürfen, dass Gott niemals zu einer Rückzugsaktion fortschreiten würde, in Klammern, wodurch mein körperliches Wohlbefinden jedes Mal zunächst erheblich verschlechtert wird, Klammer zu, sondern ohne jedes Widerstreben und in dauernder Gleichmäßigkeit der Anziehung folgen würde, wenn es mir möglich wäre, immer das in geschlechtlicher Umarmung mit mir selbst daliegende Weib zu spielen, meinen Blick immer auf weiblichen Wesen ruhen zu lassen, immer weibliche Bilder zu besehen und so weiter. Die beiden Hauptstücke des Schreberschen Wahns, die Wandlung zum Weibe und die bevorzugte Beziehung zu Gott, sind in seinem System durch die feminine Einstellung gegen Gott verknüpft. Es wird eine unabweisbare Aufgabe für uns, eine wesentliche genetische Beziehung zwischen diesen beiden Stücken nachzuweisen,
Sonst wären wir mit unseren Erläuterungen zu Schrebers Wahn in die lächerliche Rolle geraten, die Kant in dem berühmten Gleichnis der Kritik der reinen Vernunft als die des Mannes beschreibt, der das Sieb unterhält, während ein anderer den Bock melkt. So, das war jetzt die Krankengeschichte des Landgerichtspräsident Schreber, die der Schrift Sigmund Freuds psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiografisch beschriebenen Fall von Paranoia, in Klammern Dementia Paranoides, von 1911 entspricht. Die Krankengeschichte ist hierbei der erste Teil dieser Schrift. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.